ist immer hier diesen blöden Ring auslaufen, wie das funktioniert. Ja. Du triffst mich nicht, du sagst du. Ah, vielleicht trifft du mich doch irgendwann. So, mittig. Wieso klappt denn das nur beim... Das ist nicht ernst. Aha! 90 Seelen. Man geht nämlich da ganz nach vorn und macht den hier. Nein! Ja! Oh, snipen, ey, das Fettsdach. Haben die denn eigentlich noch Gegenstände bei gehabt? Nee. So, da kann ich erstmal hier ein paar Seelen farmen und dann können wir weiter gucken hier. So, machen wir den noch. Echt schade, dass das nicht anders funktioniert. Man muss das mit diesem Fernglas. Man braucht das Fernglas unbedingt. Zum Glück habe ich das ganz am Anfang gefunden. Oh, hier geht's. Ach ja, kann man ja nicht weiterlatschen. So, Moment. Leveln kann ich ja hier jetzt nicht so einfach. Moment. Oh, Alter, hat der mich erschreckt. Ja, Gegenstände. Die hat's keine, die wir brauchen. Waffen können wir sowieso keine nutzen. Außer dieses zerbrochene gerade Schwert. Ein zerbrochenes gerade Schwert. Schaden von 80? Ne, 2 und 3, doch. Ja, zerbrochenes gerade Schwert. Wunder, dass es funktioniert. Ja. Alter, jetzt mach. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Was ist das? Seelengefäß. Zeigt dies einer bestimmten Person und gewiss, dass eure Seele annehmen wird. Es kann die stufenneue Zuweisung ermöglichen. Doch ohne Hilfe kann es euch auch einfach eure Seelen berauben. Wenn ihr wirklich neu anfangen wollt, begebt euch an jenen Ort, an dem euer Abenteuer begann. Könnt ihr Stufenneuzuweisung ermöglichen, doch ohne Hilfe kann ich... Ach so. Okay, gut. Also muss ich da einfach zu den Hexen und dann ist die Sache gegessen. Sehr schick. Ja. Was ist das? Höhlensoldaten. Hey. So, gehen wir kurz auf H. Abwehr gesamt. Alle Arten von Abwehr. Okay. 200. Sehr gut. Ich glaube, da werde ich mir mal so einen Höhlensoldatenhelm reinholen, damit ich mal einen Ticken besser über die Runden kommen hier. Wir 464. Ja. Was kann denn die eigentlich noch? So. Aber das sind ja nur Rüstungen. Die haben keinen speziellen Wert. Und hier ist es so, man hat die... Na okay, es ist das normale Inventar. Muss man jetzt auch wieder dazu sagen. So, 2 Titanitscherben, 2 Schlüssel. Das war's dann ja auch schon. So, hier kann man das nämlich ein Ticken besser zuordnen alles. So. Also. 39,2%. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aktuelle Robustheit. Gewicht eines Gegenstandes. Zu hohe Gewicht verlangsamt Bewegungen. Okay. Attribute Stärke, bla bla bla. Finsternisabwehr. Was könnte man so als Bewegung ansehen? 15,9, 18,9, 34,6, 39,2. Wenn ich nur wüsste, was das darstellt. Aber egal, brauchen wir jetzt nicht.
Das hat eine 57 plus 29. Wieso hat das Ding plus 29? Ist das dieser Ring hier, der Steinring, der hier plus 29 draus macht? Wahrscheinlich, weil das beides ist. Okay. Müssen wir mal kurz dieses zerbrochene Schwert da angucken. Das kann man nämlich nutzen. Hat aber ein D. Das ist ein EB. Moment. 57 und 29. Da kommen wir auf 77 und 29 da drauf. Wenn ich da die 80 hier drauf mache, kommen wir auf 95. Das ist schon mal ziemlich cool. Können wir eigentlich auch gleich mal das Ding hier reinsetzen. So. Gleich mal gucken hier, wie denn unsere Stats sind. Bewegung. Ja. 89. Nee. Oder? Erhöht Leichtigkeit des Ausweichens und anderer Aktionen. Nee. So eine Art Bewegungsgeschwindigkeit gibt es hier gar nicht, ne? GESCH. Angriffsgeschwindigkeit, Geschicklichkeit. Ja, Lauftempo oder so. Irgendwas, was einem ein bisschen helfen könnte. 42,4. Belastung 46,0. Ach, das ist Maximalbelastung. Wir sind bei 19,5. Wir sind über die 25% Marke. Aber noch nicht über 50. Das ist schon mal gut. Ne, Moment. 25%. 65, genau. Irgendwas mit 10, irgendwas. Egal. Wir sind trotzdem zu schwer. So. Mit den ganzen Seelen gehe ich erstmal hier zurück nach Majula. So, Blitzschweiß. Für alle die, die sich nicht in Dreck einreiben können. Na, was machst du denn jetzt? Wie sorgst du denn hier so rum? Bearer of the curse, seek souls. Ja, ja, ja. Seek the king, lest this land swan. So, aufsteigen. Und zwar, dit Intelligenz. Sehr schick. Zaubergeschwindigkeit, Magie, Feuerbonus. Wieso kriege ich einen... Oh. Ha. Ich kriege ja keinen Magiebonus, wenn ich das hier ablevel. Das ist deswegen doch scheiße. Gut, dann kann ich eigentlich auch Zauberei hochmachen, damit ich dann noch einen schönen Zauber hier reinnehmen kann. Wenn ich den denn mal irgendwann mal finde, nur um vorbereitet zu sein. So, ein Estus-Flakon verstärken. Haben wir denn noch eine Scherbe? Nicht den Besitz. Schade. So, was könnte ich denn jetzt mal noch machen? Ich könnte da unten allgemein mal weitergehen. Mal gucken. Reisen. Und geht los. So, wie spät haben wir es denn? Ja. Hui. So, und wir sind wieder da. Oh, falsche Taste. So, da können wir gleich mal testen, wie gut das Ding funktioniert. Okay, zum Draufhauen genauso gut geeignet wie zuvor. Ja, will ich jetzt hier weiterlaufen oder will ich jetzt noch ein bisschen leveln? Ich denke mal, ich werde noch ein bisschen leveln. Da werde ich nochmal hier ein bisschen von A nach B laufen. Und dann kicken wir mal weiter. So. Wow, das ist nicht so gut wie der Dolch. Was mich echt ein bisschen sehr wundert. Wieso ist der Dolch schlechter? Das kotzt mich ein bisschen an. So, da können wir gleich mal gucken. Was ist der Unterschied zwischen dem Dolch? Was ist das? Bonusattribut Stärke, Konterstärke, Höhe des Konterschadens, der beim Angriff verursacht wird. Oh oh.
Alter, ey, man muss ja übelst so da aufpassen. So, dann nochmal, weil es so schön war. Also, wieso ist das andere Ding besser? B und B. Wie viel Beweglichkeit habe ich noch? 29, 150. Ah, da muss ich wirklich den Dolch wieder nehmen. Ticken schade, aber na gut, nehmen wir halt den Dolch. Dolce und Gabbana. Hui, und jetzt erstmal wieder hier hoch. Und von hier oben können wir wieder schön snipen. Warum auch immer, aber der hört mich. Das ist nicht cool. So, und nochmal so schön war. Magic, ladies and gentlemen. It's magic. So, kommt hier irgendwann mal jemand hoch? Nö, sehr gut. Noch hat mich hier niemand gehört. Nummer 1 und Nummer 2. So kommt dieser Gegner auch nur einmal. Das ist eigentlich die Frage, die sich mir jetzt echt stellt. So, okay, Gegner down. Normalerweise kam doch da immer einer und ist mir dann direkt auf den Sack gegangen. Doch nicht, na gut. So, nehmen wir den noch. Ah. Ach, komm schon. Okay, ich hab's mit den Zielen echt nicht so. Ach, ne, Zielen ist echt nicht so meins. Egal, der kommt sowieso hoch, von daher, wenn er oben ist. Wird Action gemacht. So. Soll nicht mehr so nach vorn laufen bei der ganzen Geschichte. Das geht immer total nach hinten los. Jetzt muss ich noch fix hier dieses Ding hier holen. Damit ich nicht die ganze Zeit hier angegriffen werde. Oh, fick. Oh, ich hasse Bogenschützen. Doch asozial alle. Oh, oh. Stumm wie Brot. So, fuck, ey, wie kriege ich den tot jetzt? So. Okay, das hat mir wieder nicht so ganz funktioniert. Wir müssen nochmal. Okay. So, dass wenigstens das funktioniert hat. Ui. Weil ich muss mal da jedes Mal doppelt drücken hier, anstatt dass man das einfach mal wegklickt. Der Drecksbogenschütze. Ich will endlich mal ein scheiß Schild haben hier. Ich will endlich mal blocken können. So, dann mal gucken hier. Dann haben wir den 1, 4, 15, 1, 3, 41. Sehr gut. So. It's magic, ladies and gentlemen. It's magic. Hier gab es nichts mehr. Gut, dann haben wir wenigstens das. Und alle, ja. Man kommt hier nicht runter, ohne sich bei allen möglichen Beinen zu brechen. Ich weiß echt nicht, wie man das hinschaffen soll. Und es hinbekommen soll, hier runter zu gehen, ohne sich die Beine zu brechen. Das ist fast schon... Das ist echt fallenmäßig gemacht. Das sollte hier wenigstens, wenn man halt sieht mir ziemlich tot aus. Okay. Ich den eigentlich schon gekillt, ich weiß gar nicht. Werden wir gleich sehen. Okay, jetzt haben wir ihn auf alle Fälle gekillt. Schon wieder. So, alles nur für die guten alten Seelen.
Und jetzt muss ich wieder zurückgehen, dann muss das Ding wieder laden und dann muss ich wieder her. Das ist einfach nur total umständlich. Das ist zwar schön und gut, dass die irgendwie einen, ja, aufleveln kann oder so. Aber was das Spielen an sich angeht, es geht nicht darum, möglichst, naja, tiefgängig zu sein. Es ist immerhin noch ein Spiel. Das heißt, in irgendeiner gewissen Hinsicht muss es spielerisch auch noch machbar sein. Wenn ich jetzt die ganze Zeit wieder zurückgehen muss zu der Tussi, die jetzt mittlerweile weg ist. Ach, da ist er. Versuch Kontrolle, aber okay. Ja. Dann gehen wir mal aufsteigen. Also dann. Intelligenz. Oder nee, Zauberei. Wieso funktioniert Zauberei nicht? Ich will mich da ein bisschen verarschen. Geschicklichkeit, da. Sollte eigentlich Zauberslots dazu bekommen, aber nein. Und trotzdem wieder Feuerbonus. Ich will keinen scheiß Feuerbonus, ich will einen Magiebonus haben. Wenn das so ist, dann werde ich hier erstmal nicht ableveln, dann werde ich hier erstmal meinen Stab verbessern. Da weiß ich wenigstens ja, dass das Ding was kann. Scheiße, ich habe keine Titanitschärfe. 640. Okay. So, 640, 800. Genau, da kommen wir hin. Für 800 Seelen kaufen. Yep. So, und verstärken wir mal das gute Ding. So, okay. Jetzt weiß ich immerhin, dass das Ding stark ist. Oh mein Gott. So. Gehen wir jetzt mal unten lang. Mal gucken, wo man da rauskommt. Eine für die Schlacht angefertigte Axt. Oh nein, deshalb auch der Name Kampfaxt. So. La. Lass dir ruhig Zeit. Ich hab genug. Okay, 107 hast du nicht gesehen. Das ist schon mal ein Ticken mehr als sonst. So, okay, keine Gegenstände bei. Jetzt wollen wir aber weiter. Das heißt, wir rennen jetzt einfach mal durch. Gucken, was passiert. Wir müssen ja hier im Grunde genommen nur weiter, ohne dass uns hier irgendjemand auf den Sack geht. Okay, jetzt kommt bestimmt noch einer von links irgendwann mal die Treppe hochgeschlichen. Mal gucken. Keiner. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr schönes Zeichen. Okay, der ist schon mal down. Wieso? Ich will nicht, dass dieser blöde Adler das Ding hier wieder absackt. Ist doch zum Kotzen. Na komm schon. Aber wieso kann ich nicht hier außen rumlaufen? Funktioniert doch sonst immer ohne Probleme alles. Okay, der kommt jetzt hier hoch. So, jetzt gucken wir mal schnell hinter uns. Ist irgendjemand da? Was macht der hier? Ignoranten, alles Ignoranten. Wenn ich jetzt hier hochgehe, dann. Ja. Okay, und da ist er wieder. Na, kommt er runtergesprungen oder benutzt er die blöde Leiter? Ist intelligent oder nicht? Ich gehe mal einen Ticken weiter, mal gucken. Ah, wieso benutzen die die Leiter nicht? Ist doch Schwachsinn. Ach egal, ich lasse dich da oben verrotten. Jetzt!
Nee. Wenn man das Gefühl hat, das Spiel ist intelligent, dann sagt es, gibt es einem den Finger und sagt, nö, heute nicht. So, echt verdammt schlimm. Und ja, ich bin deshalb nicht dahin gegangen, weil ich keine Ahnung habe, ob ich den da im Nahkampf... Das ist ein zu großes Risiko, derzeit noch. Ich brauche ein Schild. Ohne Schild wird das nicht. Ja. Das hier wird dann wahrscheinlich wieder so eine blöde Falle sein. Achtung, Feuer. So, aber hier hinten hatte ich die ja eigentlich ziemlich gut killen können. Vor allem ging hier echt irgendwo so ein scheiß Tor zu. Und ich habe hier... Hier ist nirgendwo ein Tor drin. Ich weiß gar nicht, wie die das hinbekommen haben. Oh! Alter! Oh, noch einer. Alter. Mensch, ey, ich krieg ja echt Herzkasper. Wie viele sind denn hier noch? Also die vier, ne? Genau auf den Eingang gerichtet. Ein blauer Holzschild, super. Ich kann den bestimmt nicht nutzen. Weil mir etwas fehlt, das nennt sich Stärke. Oh, wieso? Wieso nur? Okay. Dann guck mal gleich mal rein. Ich muss doch irgendwo mal... 6 Stärke brauche ich dafür. Wie viel habe ich in der Zeit? Der braucht 7 und 13, der nur 6 Stärke. Das ist deswegen doch ziemlich hilfreich. Ja. Gucken wir mal hin. Stärke, 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 Stärke. 3. Ich muss also 3 Punkte in Stärke reinhauen, damit ich hier mich schilden kann. Ist deswegen doch ein bisschen... Ein bisschen blöd. Aber na gut, kriegt man schon irgendwie hin. Sind hier unten denn auch irgendwo Gegner? Okay, es scheinen mir keine da zu sein. Falle. Okay. Moment, Moment. Das sind aber nur 2 Bewertungen. Vorsicht vor Falle. Falle. Okay, merken wir uns jetzt erstmal, wo die scheiß Leiter ist. Und zwar genau da. Okay, keine Falle. Wow! Och, Giftfallen sind doch scheiße. Vor allem, du machst das Ding schon auf und du kannst doch nicht mal weggehen. Ganz sachte aufmachen. Und dann mal gegen... Was ist denn das? Pharos war jetzt... Ding jetzt benutzen. Oh. Was bist du denn? Kann mir mal einer erklären, was das ist? Wieso das Ding durch mich durchscheint? Ah! Sieh mal einen an. Ruhig bleiben. Hurra für enges Gebiet. Pferd? Fragezeichen. Okay, keine Mimik. Keine Mimik, okay. Und auch keine Falle. Noch nicht zumindest. Was haben wir hier drin? So, Titanitscholle. Na cool. Also dazu sind die Wahrheitssignale. Jetzt kann ich das ja eigentlich mal wieder hier rausgraben. Hier. Damit ich eins für mehrere Dinge nutzen kann. Nein, du kannst natürlich Gegenstände, die du irgendwo reingesteckt hast, nicht wieder rausnehmen. Versucht angreifen. Du mich auch. Oh.
Oh shit. Ehrlich, ey, versucht angreifen. Moment, den Trick merke ich mir. So, wieder einer weniger. Versucht angreifen. Also, ich muss sagen, sehr cool. Trick hat geholfen. Jetzt muss ich blöderweise erstmal hier. Ah, da ist noch einer. Okay. Hat sich erledigt. Okay, nichts. Na komm schon. Ein Lebensring. Oh yeah. Na dann werden wir doch gleich mal was anlegen hier. Ausrüstung. Hab ja noch zwei Ringe. Einen erhöht maximale TP. Okay. Blöderweise sehe ich hier nirgendwo. Moment, umschalten wäre die 2. Genau, hier sieht man es doch wieder. Sehr schön. Ich habe mich schon gewundert, warum das nicht angezeigt wird. Vor allen Dingen 40 mehr, das ist doch deswegen, was? Ich habe nur die Hälfte, also 20 mehr. Erhöht Ausdauerregeneration. Ja, ist gut. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Ja. So, Moment, wie kann ich denn das ablegen? Entfernen mit 1. So. Egal. Funktioniert ganz schick. Ich kann rennen. Hui, ihr nicht. So, jetzt haben wir hier unten eigentlich alles erkundet und so Zeug. Und das Ding kann ich hier nicht machen. Wie kriege ich diese blöden Fackeln? Ich habe Fackeln gefunden. Ich weiß nicht, wo die im scheiß Inventar sind. Das ist totaler Bullshit. Ich will diese scheiß Fackeln endlich mal nutzen. Wo sind diese blöden Fackeln? So, ich muss ja irgendwo mal. Da muss doch irgendwo was mit Fackeln sein, Mann. So, interagieren. Funktioniert schon mal nicht. Ich suche ja nochmal nach den Scheißfackeln in dem blöden Inventar. Das ist ja alles nutzbar in diesem Fall. Gut, hier ist nirgendwo eine Fackel. Fackel ist also nichts Nutzbares. Und es ist auch keine Waffe. Ist auch kein Magiezeug. Kein Helm, keine Rüstung, keine Hose.